Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Beim Ballen verladen. Na, warte mal, ich mache mir da gerade Spanngurte dran. So. Ja, kannst noch. Noch ein Stück. Gut. Nimmst du den Johnny oder? Ja, ich nehme den Johnny. Musst ja nur zum Händler. Zum Viehhändler meine ich. Ja. Dann sammle ich die schon wieder zusammen. Der hintere Teil fehlt noch. Wo ist denn der Johnny? Der steht da hinten beim Richtung Viehhändler. Okay. Kannst du das Auto kurz nehmen zum Rüberfahren? Okay. Und ich rufe jetzt mal einen Jürgen an. Hallo? Jo, Jürgen, ich bin's, Volker. Moin. Hi. Du hast du morgen mal Zeit, dass du uns den Viehhändler zeigst? Den Viehhändler. Den Metzger? Wir haben da vielleicht Interesse, den zu kaufen. Ja, kann ich machen. Ja, morgen halt irgendwann dann. Ja. Oder wir treffen uns gleich morgen so dann um 7:30 oder so. Können wir machen. Gut, dann wird man nämlich um 7 direkt uns losmachen. Mhm. Müssen wir um 7:30 dort sein. Du, soll ich einen Tieflader mitbringen? Achso, nee, so weit sind wir vielleicht noch nicht. Ja, dann komme ich mit runter. Ich habe eh nichts mehr zu tun hier oben. Ja. Ich stelle jetzt mein Feld komplett an und dann dünge ich halt noch einmal. Dann so zur Not helfe ich euch. Ja. Helfen. Hast du einen Frontlader? Nee. Ja, dann wird's mit helfen nichts. Wir sind am Ballen verladen. Oh, der Telelader hat. Ich kann Telelader mitbringen. Ja. Kannst du machen, musst du aber nicht. Doch, komm. Bring mit. Schadet habt nicht. Habt ihr viele Ballen da? Ja, wir haben jetzt 50 mal beim Sägewerk gelagert. 50 mal? 50 Ballen. Also, 50 ja. Haben wir jetzt beim Sägewerk gelagert. Und, warte mal, wie viel sind das? 8, 16, 24, nee, 8, 16, 20, nee, 40 Ballen haben wir beim Sägewerk. Ja. Und 20, jetzt fahren wir zum Viehhändler und verkaufen. Okay. Wie viele habt ihr noch auf dem Feld liegen? Boah, schon nochmal 40. Oh, Nick. Gut, dann gebe ich Gas. Jo. Ja, ich sortiere gerade zusammen. Weil Franz fährt gerade zum Viehhändler. Jo, okay. Gut, bis dann mal. Bis später. Tschüssi. Tschö. Locker noch mal um die 40 Ballen hier. Aber ich glaube sogar. Oh, auf dem anderen Feld. Warte mal. Franz? Ja. Hast du auf dem anderen Feld die Ballen auch voll aufgesammelt?
Ja, glaub schon, ja. Da lagen aber, also als du weggefahren bist, lagen ganz hinten noch welche. Schon, ja, dann hole ich sie dann noch schnell. Ja, oder ich komme gleich rüber. Bist du schon beim Viehhändler durch? Bin sie gerade am Verkaufen. Ja, okay, dann fahre ich rüber, dann treffen wir uns direkt dort. Hab's gemacht. Jo. Warte mal kurz. Du gerade ne Ding bekommen? Haben wir was? Ah, nee, das kann sein, dass die, dass der es ans LU überwiesen hat. Ach so. Ich frag mal dann beim Neumann gleich nach. Oh ja, da stehen die noch. Da stehen nämlich auch nochmal 8 Ballen. Ne, 12. Oh, der Telelader wird immer langsamer. Dringender Service notwendig bei dem Teil, damit er mal wieder ordentlich fährt. Was? Telelader am Arsch. Der braucht eine Reparatur. Oh. Du gerade noch auf dem anderen Feld? Ja, ich bin schon hier. Wo? Im Telelader, hinten beim Viehhändler. Ach so. Fahr mitten rein. Der Jürgen kommt auch noch vorbei und hilft uns ein bisschen. Dann kriegen wir es heute Abend vielleicht noch weg. Ja. Oh. Hat er was gesagt? Hast du jetzt den Termin gemacht? Ja, morgen früh treffen wir uns. Ah ja. Ups. Ups. Ey, ey. Bringt der John Deal nicht an. Ey, hör mir auf, ey. Oh, du hast das Licht angelassen. War die Batterie schwach. Vielleicht kann der Jürgen dann gleich mal drüber gucken. Mal versuchen hier. Oder wir hängen den hier mal dran. Oh. Läuft er wieder? Ja. Glück gehabt. Ich würde aber fast sagen, die Ballen, die fährst du dann gleich. Die musst du anders ran wieder. Ja, ich mach von. Nee, ich mach die hier hinten drauf und dann fährst du gleich nochmal zum Händler, ist er gleich da drüben. Ja. Okay, das ist ein bisschen. Also die machst du oben drauf? Ja, ja, dann kannst du die festspannen. Auf der anderen Seite sind ja nochmal 4. Machst du nochmal los? Wie?
Nein. Ah, alle los. Gut. Weil ich Abend, jetzt habe ich nur so viel Kraft. Gut, die vorderen kannst festmachen. Die auch einfach fest und dann kannst du verkaufen. Jo. Oh, hoffentlich schaffen wir das heute Abend noch. Jo. Hier bin beim Elf. So viele Ballen. Ich denke, wenn jetzt der Jürgen kommt, muss ich nicht mehr so viel aufladen. Dann muss ich eigentlich nur mehr fahren. Ja. Vielleicht bringt er auch noch einen Anhänger mit, ich weiß nicht. Jo. Weiß aber auch nicht, ob er es heute Abend noch schafft. Der Telelader kommt auf jeden Fall nicht mit dem Untergrund zurecht. Falsche Bereifung. Hast du mich verkaufen lassen, weil man da muss mit dem Drehschemel rückwärts reinfahren? Ja, du kannst es doch, oder? Ja. Ja, also. Aber was? Also du hast gesagt, dass ich muss verkaufen. Jetzt auch gefahren. Ja, früher konnte ich überhaupt nicht mit Drehschemel fahren. Übung macht den Meister. Aber jetzt geht's eigentlich gut. Aber ich weiß noch damals, in Schwatzingen, da habe ich auch nichts hingekriegt. Da bin ich ja ganz neu eingestiegen damals, ohne irgendwelche Erfahrung. Ja. Ah, warte mal, ich rufe mal den Neumann nochmal an, wegen dem Geld. Luisa Neumann. Jo, du Neumi, ich bin's, Volker. Ja, Mann. Ah, der Händler hat einen Scheiß gemacht, der hat dir Geld überwiesen. Mir Geld überwiesen? Ja, wegen den Ballen. Da kommt aber nochmal was. Kann nicht viel gewesen sein. Ein paar hundert wahrscheinlich nur. Ja, kann. Waren 20 Ballen, aber da kommt gleich nochmal was. Da kommen gleich noch ein paar. Ja, ich schreib's mir auf. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt rausfindet, wie viel Euro das waren. Warte. Ich glaube, das kann ich immer empfinden. Fast 2000, ja. Okay, doch so viel. Ja, wie gesagt, da kommt heute Abend noch mal ein bisschen Geld. Der hat gemeint, der muss das immer über den, keine Ahnung, ihr habt irgendwie in den Schnüren habt ihr irgendwelche Codes drin, hat er gemeint. In den Wickelschnüren. Und der musste steuerrechtlich irgendwie über die Adresse dann, über die Codes irgendwie, keine Ahnung, überweisen. Ach so, okay. Ja, ganz seltsam. Ja, überweise ich dann. Ja, gut, danke dir. Bitte. Tschüss. Tschüss. Neumann überweist das Geld. Okay. Ja. Ich hole jetzt kurz das Auto. Ja. Und ja. Soll ich das auf den Hof stellen oder? Achso, hast du den Anhänger hier schon? Ja, den habe ich schon oben stehen. Ja. Achso, ja, dann hol mich ab. Dann schlafe ich daheim, oder? Wo bist du? An einem anderen Ende des Feldes. Hm. Einer muss er arbeiten, ne? Ja. Ja,
Ja, ich mache nur kurz die zwei Ballen zusammen. Den und den da hinten. Ja. Bis ich da fertig bin. Ach nee. Bist müde oder was? Ja. Von was denn? Von den paar Ballen. Vieles. Ja, den ganzen Tag auf dem Traktor sitzt, ist es so ein bisschen anstrengend. Ja. So. Auf geht's. Ja, aber vorsichtig, ne? Auf dem Feld ist das Geläuf nicht so gut. Oh. Genau, das meinte ich. Da die Hinterachse zu viel. Ein bisschen ungewohnt. Da die Hinterachse zu viel Drehmoment. Ich bin immer nur Opel Corsa B gefahren. Der geht nicht so ab. Und pass auf, da vorne steht ein Blitzer, ja? 50. Da kommt er. Jetzt ganz Gas geben. Rein, kriegst noch ein Bierchen. Ja. Ups. Ja, bitteschön. Okay. Hab leider nur Dosenbier. Na ja. Zum Wohle. Zum Wohl. Ah. Warte mal, ich guck mal nochmal schnell in den Computer. Ah, 481 jetzt für Gerste beim Lidl. Beim Aldi. Uff, ein bisschen mehr. Steigen gerade beide Preise jetzt. Hm. Ja, fürs Stroh krieg mal nix. 17 Euro auf die Tonne. Das ist gar nichts. Wie viel würde man jetzt für Knackwürstchen bekommen? Ja, den Preis hat man auch mal im Auge behalten, ne? 626. Mhm. Und es steigt bei Aldi. Bei Steaks. Steak ist auch 600 knapp. 570. Aber wie mach? Aber dann dürften wir theoretisch, wir nehmen nur die Tiere von Bauern an, die wir kontrolliert haben und wo halt das Tierwohl und... Ja, ja. Also, ich meine, das kontrollierst also nicht, du dann. Ja, da kenne ich mich nicht aus. Dann, nicht, dass wir dann irgendein Fleisch oder irgendwelche Tiere und dann müssen wir es für weiß Gott wie günstig verkaufen und... Das ist auch nicht so. Nee, das guckt man schon. Gut, dann in diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss. Tschüss.